Ich habe hier gerade einen interessanten Gedanken, bevor ich den vergesse. Ich habe mich ja gestern auf der Demo mit einem unterhalten, der da fürs Ordnungsamt als Sicherheitsdienst arbeitet. Und da den, und den Park abriegelt und so weiter. So, jetzt hat er gesagt, er ist ja privat auch noch selbstständig mit Sport und ist da auch komplett jetzt seit einem Jahr richtig eingeschränkt und alles scheiße. Und er möchte die Maßnahme natürlich auch eigentlich nicht mittragen, aber er kriegt ja dafür Geld und macht das deswegen alles ordentlich auch, wie von seinem Auftraggeber verlangt und so weiter. So. Und dann hat er sich sogar verteidigt und hat gesagt, was ist denn mein, was hab ich denn vom, was bin ich denn vom Beruf? Da habe ich gesagt, ja, Softwareentwickler. Ne? Ja, da meint er so, ja, aber da, wo du dran arbeitest, da ist ja, hast ja auch, machst ja auch schlimme Sachen und so, möglicherweise. Ja, und da hat der Scheiße nochmal recht. Da hat der Scheiße nochmal recht. Ich habe da zum Beispiel für Roche mehrfach schon gearbeitet. Ne? Aber man ist da so ein kleines Rädchen und macht natürlich da seinen Job. Ne? Jetzt muss man mal drüber nachdenken, wie weit das bei jemandem geht. Aber gut, ich mache da ne, so einen Teil von so einem Ganzen und so weiter. Ich habe ja auch schon im Bereich Rüstungsindustrie gearbeitet. Ne? Oh, da tut mir aber jetzt so leid. Einfach, das tut mir nicht leid, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich es sogar nochmal machen. Ne? So, das heißt, man muss da hingehen, wo konkrete Entscheidungen getroffen werden. Aber ich finde, wenn einer jetzt konkret, also im Sicherheitsdienst und konkret da Leute wegscheucht oder schlimme Sachen macht, Impfpässe kontrolliert oder Leute quält, wie hier vom Ordnungsamt in Herten, wo die in die Familien reingehen und mit Zwang die Kinder daraus holen, denen eine Maske aufsetzen und die zwingen, sich so in die Schule zu setzen, wenn sie Leute hier verprügeln, auf den Rücken schmeißen, im Auftrag des Bürgermeisters, im Auftrag des Ordnungsamtes, so. Das ist auf jeden Fall verwerflich, schlimm, faschistisch, gemein, menschenunwürdig. Nur es könnte sein, dass die Menschen das schon auch gar nicht mitkriegen. Die sagen so, ja, ist doch mein Job, Alter, ist doch mein Job. Interessant. Und wenn ich jetzt eine Software programmieren würde, die, was weiß ich, so faschistische Ordnungsamtmitarbeiter organisiert, wie sie am besten Menschen verprügeln können oder wie sie hier weiter ihr Kinder quälen oder sowas, ja, dann... ja, da ist die Frage, da bin ich da mit beteiligt? Natürlich, da bin ich da genauso mit beteiligt, ne? Ja. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.